Ja, Stefan hat eben schon gesagt, im Moment werden viele neue Projekte geschmiedet und ich denke, so ein AX 1000, die kann man da wunderbar einarbeiten. Wir haben jetzt auf der Messe aber noch einen ganzen großen Blumenstrauß, einen ganzen großen Sack voll Produkte mitgemacht. PLC++, MC3, neue digitale IOs. Morgen gibt es auch nochmal Neuigkeiten im XCS-Bereich. Kannst du das mal so ganz grob für uns einordnen, wessen Geisteskind diese Produkte so sind? Aber auf jeden Fall. Erstmal guten Morgen. Schön, Morgen. Wieder hier zu sein. Und es ist richtig gut, dass hier SPS wieder ist. Ja. Es macht richtig Spaß, wirklich vorne mit dabei zu sein. Aber zu deiner Frage, Felix. Also natürlich, auf der einen Seite, oder beziehungsweise eigentlich muss man sagen, es gibt immer zwei Wege, die wir verfolgen. Und jetzt kann ich sagen, auf der einen oder auf der anderen Seite. Weil auf der einen Seite ist es definitiv so, dass es extrem wichtig ist, dass wir immer überlegen, was sind bedarfsorientierte, am Kundennutzen orientierte Produkte. Und da ist es mit Sicherheit eins der Themen, die überall in allen Munde sind, ist die Preissensitivität. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Produkte auf den Markt bringen, die genau das adressieren. Und wenn wir an unsere digitalen IOs denken, wenn wir insbesondere auch an den AX 1000 denken, sind das mit Sicherheit Produkte, die wir in diese Kategorie einordnen können. Aber dann ist es auch ganz wichtig, ja immer darüber nachzudenken, wohin geht denn der Weg? Wohin entwickeln sich denn moderne Technologien? Wohin wollen wir uns entwickeln? Auf welchen Zug wollen wir springen? Und da mit Sicherheit spielen entweder MC3 oder auch PLC++ eine ganz entscheidende Rolle. Und wichtig ist, dass wir immer beide von diesen Wegen gemeinsam gleichzeitig fahren. Okay, also wir schauen uns ganz genau an, was braucht der Markt und wie können wir das ja absolut marktfreundlich bereitstellen und auf der anderen Seite, wie können wir die ganzen neuen Technologien nutzbar machen oder vielleicht auch selber welche erfinden. Genau. Wo sortierten sich da das MX-System ein? Wir hören von Verfügbarkeiten, erste Applikationen haben das Licht der Welt erblickt. Ja. Ich glaube, es ist nach wie vor das am einfachsten zu verkaufende Produkt, weil jeder es sofort versteht hier bei uns auf dem Messestand. Ich glaube, es gibt ja auch gleich noch einen Slot dazu und es ist ja auch wirklich jetzt nahezu verfügbar. Also Anfang nächsten Jahres geht es jetzt ja richtig los. Und es stimmt, es sind schon erste Applikationen im Markt. Unsere Eigentochterfirma Schirmer ist ja ein schönes Beispiel dafür. Und das MX kombiniert eigentlich beide Welten, weil du weißt, 1980, als unsere Firma gegründet wurde, wir kommen ja aus der Anlagentechnik. Wir haben selber immer noch eine große, wichtige Anlagentechnik. Und deswegen wissen wir genau, wo eigentlich die Painpoints sind, wenn ich daran denke, eine Maschine in Betrieb zu nehmen, einen Schaltschrank zu bauen. Und auf der einen Seite haben wir also das Wissen genommen und gleichzeitig aber auch das grundsätzliche Automatisierungswissen eben auch aus diesem langjährigen, über Jahrzehnte sich streckenden Erfahrungsschatz und haben das kombiniert in für uns eine Revolution, die auf der einen Seite den entscheidenden Schritt nach vorne geht, aber sich auch mit eben Bedarfsorientierung an den Kunden auseinandersetzt. Ja. Und das sind weit über 200 Leute, die in der Anlagentechnik arbeiten und Schaltschränke bauen. 400 sogar. 400, oh Gott, oh Gott. Es sind 400. Also die Schaltschränke bauen, Schaltpläne zeichnen, genau, die bei Inbetriebnahmen vor Ort unterstützen. Also, und das sind auch also wirklich viele, man könnte sagen, alte Hasen mit dabei, die das seit 20, 30 Jahren machen, die ganze Firma mit gegründet haben. Und ja, dieses Know-how steht uns natürlich zur Verfügung. Genau. Das sind jetzt, also MX ist super nachvollziehbar, digitale IOs sind super nachvollziehbar. Wir haben aber auch immer so ein paar, ich würde es mal sagen, Spezialtechnologien. Also X-Planar, jetzt mein Bereich, ist natürlich vielleicht ein Beispiel dafür. Warum machen wir das? Also ich glaube, neben X-Planar gibt es ja auch noch echt viele andere, wenn man an Vision denkt, wenn man an Atro denkt, wenn man an Machine Learning denkt, wobei das eigentlich ja schon immer mehr auch ein grundsätzliches Thema wird. Aber wenn wir uns unser Kundenportfolio auf der ganzen Welt verteilt anschauen, dann ist das einfach unglaublich divers. Das ist ja auch eine Stärke und es macht uns ja auch besonders Spaß, in diesen verschiedenen diversen Branchen unterwegs zu sein. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wirklich keine Applikation der anderen gleicht. Bedeutet, die Kunden haben viele verschiedene Spezialthemen und Fragestellungen und wir probieren auf nahezu alles davon eine Antwort zu finden. Und das erfordert natürlich, dass wir auch eben nicht nur ein kleines Produktportfolio haben, sondern ein Produktportfolio, was schon aus Hauptkomponenten besteht, aber was wir um die sogenannten Spezialthemen erweitern, um eben möglichst viele Applikationen, also um denen gerecht zu werden. Ja. Ich finde, man merkt insbesondere, wenn man bei uns auf den Messestand kommt, wie breit dieses Portfolio ist. Wir haben ja wirklich ein, man könnte sagen, produktorientiertes Marketing. Das heißt, hier auf dem Messestand auf 1801 Quadratmeter, da können Sie fast jedes Produkt finden. Also wir haben 250 Meter Messewände gestellt. Ja, das ist eine unglaubliche Zahl. Man kann hier, ich würde sagen, also einen ganzen Tag verbringen und hat immer noch nur die Hälfte gehört zu jedem einzelnen Bereich. Ich finde das beeindruckend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz schön herausfordernd, weil ich muss ja verstehen, wie kann ich ein neuronales Netz einsetzen, um ein Problem zu lösen? Wie mache ich Energiemesstechnik?
wie installiere ich ein MX-System, ist vielleicht ein bisschen einfach, aber das ist ein riesengroßes Portfolio, ein riesengroßer Wald, durch den man da durch muss. Ja, und da haben wir, glaube ich, zwei Antworten drauf, die aber nicht irgendwie final sind, sondern an denen man kontinuierlich immer arbeiten muss. Die eine Antwort ist die, dass wir wirklich einen großen Vertriebskanal haben. Ein Kanal mit vielen Kollegen und Kolleginnen, das sind fast 2000 weltweit. Also wenn ich jetzt alle Leute mit reinziehe, die wirklich Kunden arbeiten, ob im Vertrieb, im Support, der Applikation oder in der Auftragsbearbeitung. Und das sind die Experten, die wir immer mehr brauchen und die wir auch weiter natürlich qualifizieren müssen, um eben auch viel spezifisches Know-how zu haben. Wir lassen den Kunden auf gar keinen Fall allein. Also wir sind nah am Kunden und wir gehen, wir sagen ja auch immer mit unseren Partnern, gemeinsam diesen Weg. Aber, und das ist ein anderes sehr großes, auch nochmal internes Thema, wir müssen natürlich auch immer über das Thema Usability nachdenken. Und da gibt es das ein oder andere Produkt, was da schon extrem gut auf dem Weg ist. Mit ein bisschen Augenzwinkern muss ich sagen, da gibt es auch noch das ein oder andere Produkt, was wir im Sinne von, der, also von Usability auch noch etwas mehr kundenbedarfsorientiert gestalten können. Manchmal ist es nicht so einfach, weil unsere Produkte einfach komplex sind, weil auch ja die Fragestellungen, die wir probieren zu antworten, komplex sind. Aber ich denke, wenn wir auf diese beiden Themen weiterhin einen Fokus legen, dann sind wir hoffentlich nach wie vor in der Lage, das Produktportfolio zu erweitern und gleichzeitig aber auch wirklich dem Kunden zur Seite zu stehen. Okay. Ich nehme mit bedarfsoptimierte Produkte, Spezialtechnologien, immer den Schritt nach vorne gehen, den Kunden direkt vor Ort unterstützen. Usability wollen wir auch verbessern. Ja. Habe ich noch was vergessen? Nee, klingt ziemlich gut. Wunderbar. Dann bedanke ich mich und wünsche dir viel Spaß heute auf dem Messestand. Dankeschön.